Hi, ich habe ein etwas ungewöhnliches Thema für dich heute. Es geht um die Kraft der negativen Gedanken. Und das ist etwas, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Der Grund, warum du hier bist, warum es bis jetzt nicht so mit dem Deutschlernen geklappt hat, wie du es gerne hättest, ist höchstwahrscheinlich in deinem Unterbewusstsein, in deinen Glaubenssätzen, das heißt, was du über dich und deine Sprachlernfähigkeiten glaubst. Und zuerst müssen wir das reparieren und dann kümmern wir uns um die Sprache. Es ist tatsächlich das A und O. So, was kann man tun? Ich möchte euch einladen, im Laufe des Kurses und hoffentlich auch danach, so etwas wie Gedankenhygiene zu betreiben. Aber was ich in diesem Video inspirieren möchte, ist, dass ihr reflektiert, wie denkt ihr über euch selbst? Denn es gibt Menschen, sie sind sehr, sehr negativ eingestellt sich selbst gegenüber. Sie sind sehr streng mit sich und sie sind sehr viel strenger mit sich als andere Menschen mit ihnen. Und das ist ein Paradoxon. Also das ist etwas, das ich nicht einfach mit zweimal so machen, lösen kann. Aber der erste Schritt, das zu bekämpfen oder das aufzulösen, ist darauf zu achten, wie denke ich über mich und welche Glaubenssätze habe ich bezüglich meiner Lernfähigkeiten zum Beispiel. Also wenn du findest bei dir irgendwo in den Gedanken die Überzeugung, dass du keinerlei Talent für Sprachen hast, dass du wahrscheinlich nie akzentfrei Deutsch sprechen wirst, weil ja, weil es an deiner Muttersprache liegt und weil es sehr schwierig ist. Oder du hast den Glaubenssatz, du bist doch einfach nur zu alt zum Lernen oder zu jung zum Lernen oder du kannst nicht so viele Sprachen oder deine Lehrerin in der zweiten Klasse hat damals gesagt, dass du nicht gut bist in Sprachen und seitdem glaubst du es ihr und so weiter. Ich muss gleich warnen, es sind keine Dinge, die wir wirklich denken. Also wir laufen nicht durchs Leben und denken, ich bin schlecht, ich bin faul und so weiter. Aber es ist oft so wie ein Schatten. Es ist einfach ein komisches Gefühl. Und wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, mit dem Lerntagebuch anzufangen, also es gibt einige von euch, die sind sehr gut eingestiegen und ich sehe schon wirklich die ersten Ergebnisse. Und bei anderen habe ich das Gefühl, irgendwas blockiert sie. Irgendwas muss es geben, das dir sagt, ach komm, du kannst doch sowieso nicht gut schreiben oder umgekehrt, vielleicht denkst du, ich kann schon alles und ich muss es nicht üben. Wenn das stimmen würde, wärst du nicht hier und so weiter. Das heißt, ich möchte dich einladen, in den nächsten Wochen darauf zu achten, welche negativen Glaubenssätze du mitgebracht hast. Also wo bremst du dich selbst? Nicht, dass es kann natürlich sein, dass es jemand anders ist, dass es eine Person in deinem Umfeld ist, die sagt, naja, also du und Deutscher, das wird nicht passieren. Das ist natürlich relativ einfach. Also da werden wir im Laufe des Kurses nach und nach am Stärken des Selbstwertgefühls arbeiten. Und das ist unzertrennlich von sprachlichen Fähigkeiten. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der über sich selbst gedacht hat, ich bin eine absolut wertlose Kreatur, die Welt braucht mich nicht. Aber diese Person hat dann 33 Fremdsprachen auf Niveau D8 gelernt und war super erfolgreich. Diese Dinge hängen zusammen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass dein Selbstbild, wie du dich selbst siehst, nicht wirklich positiv ist, und das ist nicht schlimm, das ist ein Anfang, um damit zu arbeiten, dann nutze bitte das Lerntagebuch und fixiere solche Gedanken. Das ist wichtig. Denn wie du vielleicht gemerkt hast, das Lerntagebuch ist nicht nur ein Lerntagebuch. Es ist eine Art, sagen wir mal, therapeutisches Tagebuch, ein therapeutischer Dialog mit mir. Und ich helfe dir auf der ganzen Strecke. Ich helfe dir dabei, die Glaubenssätze anzupassen und stattdessen positive Glaubenssätze zu installieren, dass du dich einfach gut fühlst mit dir und mit deinen Fähigkeiten,
ob es jetzt das Sprachenlernen angeht oder irgendwas anderes. Das machen wir alles. Und das ist eigentlich sogar wichtiger als alles andere, was wir in diesem Kurs machen. Aber damit wir es können, müssen wir uns auf die Suche machen, du in erster Linie. Und wenn du im Laufe des Tages einfach irgendwelche Gedanken so wie eine Ratte am Schwanz packen kannst und denkst, ha, interessant, das habe ich gerade über mich gedacht oder über meine Sprachlernfähigkeiten, schreib das auf. Mir wird es helfen, dich besser zu verstehen und dir bessere Tipps zu geben. Und es wird auch dir helfen, dich besser zu verstehen. Und wie gesagt, das Selbstbild, das wir von uns haben, hängt direkt damit zusammen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir in etwas sind. Es ist alles hier. Es sind keine objektiven Kriterien so, okay, also ich kann dir nicht sagen, dass Frauen besser lernen als Männer oder Männer besser lernen als Frauen oder Leute im Alter zwischen 30 und 40 oder 20 und 30 besser lernen als Leute im Alter zwischen 40 und 50 oder 50 und 60. Es gibt so etwas nicht. Das sind Mythen und Legenden. Ich kenne Leute, die haben ein junges Gedächtnis und junges Gehirn und sind nicht in der Lage, drei Vokabeln zu lernen. Und ich kenne Leute, die mit über 80 ein absolut klares Gedächtnis haben und gerade die 22. Sprache lernen. Also insofern, nichts blockiert dich so sehr wie deine eigene Vorstellung von dir. Auch solche Sachen wie Scham zum Beispiel, schlechtes Gewissen. Wenn du Fehler machst, wenn du die Hausaufgabe nicht gemacht hast und du hast schlechtes Gewissen, bitte notier dir das irgendwo. Es ist nicht selbstverständlich. Also schlechtes Gewissen ist etwas, was uns sehr stark bremst. Schlechtes Gewissen ist etwas, was uns zwingt, rückwärts zu schauen. Wir schauen zurück. Schlechtes Gewissen bezieht sich immer auf etwas, was schon passiert ist und was sich nicht mehr ändern kann. Das heißt, nur damit ihr meine Einstellung kennt, zum Thema, oh mein Gott, ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht oder ich habe kein Lerntagebuch geschrieben oder ich habe noch irgendwas nicht gemacht. Meine Einstellung ist da sehr eindeutig. Jeden Tag hast du eine neue Chance. Eigentlich jede Stunde, aber sagen wir mal vereinfacht, jeden Tag hast du eine neue Chance. Das heißt, wenn du denkst, das ist so ein bisschen dieses toxische Diätdenken, wenn du denkst, na ja, jetzt habe ich schon hier einen Kuchen gegessen, jetzt ist auch egal, jetzt mache ich keine Diät mehr. Das heißt, wenn du denkst, na ja, ich habe schon die ganze Zeit kein Lerntagebuch geschrieben, warum sollte ich jetzt anfangen? Weil der beste Tag, um anzufangen, der erste Tag im Kurs war und der zweitbeste ist immer jetzt. Das heißt, ich werde mit euch nie über Dinge sprechen, die ihr vielleicht hättet machen können. Vielleicht, wenn wir Konjunktiv 2 besprechen, in der Vergangenheit können wir darüber sprechen. Aber eigentlich interessiert es mich nicht, warum du etwas nicht gemacht hast. Nicht, weil ich ignorant bin, sondern weil es Vergangenheit ist. Es ist schon weg. Du kannst es nicht mehr machen. Auch der Kuchen, den du gegessen hast, oder die 10 Kilometer Joggen, die du nicht gejoggt bist, die sind schon weg. Vergiss es. Also das ist Schnee von gestern. Damit können wir nicht mehr arbeiten. Aber wir können mit jeder nächsten Minute, mit jeder nächsten Stunde, mit jedem nächsten Tag arbeiten. Und es gibt diesen schönen Spruch, der erste Schritt zum Erreichen eines bestimmten Ziels, also die Person, die du zum Beispiel in einem Jahr sein möchtest, die fließend Deutsch spricht, akzentfrei und den Job ihres Lebens hat, diese Person, um die zu werden, um die zu erreichen, da musst du heute den ersten Schritt tun, nicht gestern. Gestern kannst du keinen Schritt mehr tun, sondern heute. Und deswegen möchte ich dich bitten, erstens, das sind jetzt eigentlich viele Gedanken in einem Video, also Gedankenhygiene, finde, pack am Schwanz jede Gedankenratte, die negativ sind, also die negativ ist und die dich bremst. Etwas, wo du denkst, oh, ich will ja eigentlich Deutsch lernen, aber wenn ich zum Schreibtisch gehe, dann meistens ist es dann so, dass ich dann sehe, dass die Wäsche nicht aufgehängt ist oder dann fällt mir ein, dass ich ja noch kochen muss und so weiter. Das sind keine objektiven Dinge. Das heißt, wir schützen uns in unserem Unterbewusstsein. Wir schützen uns vor negativen Erfahrungen. Und wenn du jedes Mal, wenn du denkst, okay, heute fange ich mit Deutsch an, heute fange ich mit dem Lerntagebuch an, wenn jedes Mal, wenn du das denkst, irgendwas passiert,
Zum Beispiel, deine Kinder brauchen dich, dein Partner braucht dich, deine Arbeit braucht dich und so weiter. Das sind keine äußeren Umstände. Das ist etwas, was du hier im Kopf für dich quasi generierst. Du generierst für dich irgendwelche Hindernisse. Du denkst, ja, ich will ja, aber meine Familie braucht mich. Und schon musst du keine Entscheidungen treffen. Und schon ist das schlechte Gewissen so ein bisschen aus dem Weg geräumt, weil du denkst, ja, ich wollte ja Deutsch lernen, aber dann hatte ich so viel Arbeit und dann hatte ich das und dann hatte ich jenes. An der Stelle möchte ich dich kurz daran erinnern, dass du hier bist, weil du eine Entscheidung getroffen hast, dass du ein besseres Deutsch sprechen möchtest, als du es im Moment tust oder als du es am Anfang des Kurses getan hast. Und das ist deine Motivation. Und wenn das alles nicht hilft, erinnere dich an den Text, den du hoffentlich geschrieben hast. Wie wird es dir gehen? Wie wirst du dich fühlen, wenn du das Ziel erreicht hast? Wie wird es sich anfühlen? Fließend, ohne Fehler, ohne Akzent, im Alltag mit Kollegen, mit Familie, mit Freunden zu sprechen und alles zu machen, was du mit der Sprache machen möchtest. Bücher schreiben, Doktorarbeit schreiben, TED Talk geben auf Deutsch oder sonst irgendwas. Ja, stell dir das vor. So, ich hoffe, das motiviert. Gedankenhygiene ist unser Lieblingswort ab heute bis zum Ende des Kurses und hoffentlich danach auch.